Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den Markt, speziell hier DAX, einige Aktien für die kommende Kalenderwoche 5. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader, ich bin privater Trader und Investor. Stoppt bitte dieses Video und lest diesen Risikohinweis. Meine Markteinschätzungen sind keine Anlageempfehlung. Wir reden heute erst einmal über das Coronavirus, welche Auswirkungen das haben könnte. Dann schauen wir uns einige Aktien an, und da geht es dann noch ein bisschen tiefer in die Strategie hinein, diese Dividendenstrategie, wo wir hier die Aktien doch rotieren lassen. Das erkläre ich dann noch genauer. Ja, der DAX besprechen wir. Und dann halt, während wir die Dividendenstrategie noch genauer anschauen, schauen wir auch mit einem Blick auf das Live-Depot, das hier sich jetzt im zweiten Jahr erfolgreich befindet. So, momentan ist das hier für mich ein Bild der Superlative. Findet in China statt, wegen dem Coronavirus. Mittlerweile ist es so, dass also heute Morgen die neuesten Nachrichten, hier werden ja Städte mittlerweile abgeriegelt, also da kannst du nicht mehr rein, nicht mehr raus. 56 Millionen Menschen sind hier, man kann sagen, in Quarantäne aktuell. Stellen wir sich das einmal vor, Deutschland hat 80 Millionen Bewohner und in China sind jetzt 56 Millionen laut neuester Nachricht heute Morgen quasi in Quarantäne. Das hier ist ein Bild, dort wird ein Krankenhaus, das bis zum 3. Februar fertig ist, aus dem Boden gestampft. Unvorstellbar wäre das in Deutschland. Hier ist ein Biotop. Hier unten, wenn man die anderen Bilder anschaut, ist auch ein Biotop. Also in Deutschland wäre es nicht vorstellbar, so etwas schneller mal in einer Notlage zu machen. Da wird es bestimmt auch wieder, wenn auf der Straße die Menschen sterben, wird es bestimmt wieder Bürgerinitiativen geben, die sowas verhindern würden. Also hier stehen 100, ich habe selbst gezählt, es sind mehr wie 100 Bagger, die hier Erdbewegungen machen. Das sind diese LKWs noch gar nicht dazu gezählt, die hier das Material hin und her karren, um hier zum Beispiel das Gelände aufzuschütten. Da wird das alles hier rüber, dass man hier eine große Fläche bekommt. Wie gesagt, China will hier bis zum 3. Februar ein Krankenhaus. Das wird wahrscheinlich ein Notzelt sein, ein riesengroßes. Sonst kann ich mir das ja gar nicht vorstellen in so kurzer Zeit, wo 1000 Betten hat, um hier Menschen zu behandeln. Also hier in China sehe ich die Sache sehr kritisch. Dazu schauen wir uns auch diese Weltkarte momentan an. Da sieht man, wo momentan so die Ausbrüche festgestellt wurden. Ein Schwerpunkt liegt hier in China momentan, aber mittlerweile heute Morgen Nachrichten. Wir haben 3 Erkrankungen in Frankreich festgestellt und eine neue in den USA. Die ist jetzt auch schon seit einer Woche hier und auch eine neue Erkrankung in Australien. Und auch hierum breitet sie sich sehr langsam, also immer weiter aus. Man darf gespannt sein, wie das hier weitergeht, also wie die diese Herde in den Griff bekommen oder ob hier schon andere Menschen angesteckt worden sind. Mittlerweile sind 28 Menschen, meine ich, zu gelesen zu haben, ums Leben gekommen durch diese Lungenkrankheit, die auf einem Markt in China übertragen wurde durch Wildtiere. Also durch ein totes Wildtier wurde diese Krankheit übertragen. So, was hat es für Auswirkungen, dieses Coronavirus, auf unsere Wirtschaft? Naja, 56 Millionen sind von der Außenwelt abgeschnitten, kann man eigentlich fast schon sagen, also in Quarantäne. Und es wird mit Sicherheit einige Unternehmen treffen, die auf Zulieferteile aus diesem Land, speziell China, angewiesen sind. Und ja, das kann eventuell einmal zu kurzfristigen Engpässen führen. Ist die Börse davon beeinflusst? Ich weiß es nicht. Das kann ich jetzt wirklich nicht beurteilen, ob das hier Auswirkungen haben wird auf die Börsen. Das soll aber auch hier nicht der Schwerpunkt sein. Hier ging es jetzt einmal nur um den Coronavirus. Diesen Link könnt ihr selber anschauen. Wuhan Coronavirus eingebe global. Und dann wird es hier wahrscheinlich irgendwo auf Google zu finden sein. Das hier zu der Geschichte. Dann haben wir das Dividendendepot. Schauen wir uns einmal an. So,
In dem Dividendendepot, das stand 24.01. Dieses Depot wurde ja vor einem Jahr jetzt, vor fast einem, länger wie über einem Jahr aufgelegt, um hier von meiner Seite her zeigen zu können, welche Strategien man fahren kann, um an Geld zu kommen aus den Märkten. Für mich ist die Grundstrategie in diesem Depot, da habe ich hier auch den gesamten Steuerfreibetrag mit reingenommen von diesen 1602 Euro, der mir zusteht, steuerfrei, um euch das hier nahe zu bringen. Der Schwerpunkt ist jetzt, wie gesagt, erst einmal diese 1600 Euro rauszuholen, steuerfrei. Der nächste Zielpunkt wäre 10% Gewinn zu machen in dem Depot und der übernächste, also die Variante C, wäre dann das aufzustocken auf 20%. Das sind die Ziele immer fürs Jahr, unabhängig wie die Märkte laufen, ob wir hier einen Bullenmarkt haben oder ob wir hier einen Bärenmarkt haben. In diesem Depot geht es nur darum, Cashflow zu generieren. Dieses Jahr haben wir jetzt schon 351 Euro Cashflow generiert aus diesem Depot, das ich wiederum jetzt zum Beispiel in Aktien anlegen könnte, um Dividenden zu kassieren, um diesen Cashflow einfach zu multiplizieren. Wie ein Schneeballeffekt ist das hier. In dem Depot liegen momentan, das war ja aufgelegt worden am Januar 2019 mit 20.000 Euro, wurde jetzt aufgestockt auf 48.000 Euro. Also es wurden noch einmal 28.000 Euro einbezahlt. Der momentane Kontostand ist 54.000, also rund 4.000 Euro Gewinn. Cashflow, versteht ihr? Mich interessiert nicht, und da schauen wir schnell das Depot an, mich interessiert nicht, ob diese Aktie, klar ist das schön für mich, wenn sie 54% im Gewinn ist, aber es interessiert mich nicht, weil mit diesen 54% kann ich jetzt nichts anfangen. Da sind zwar 514 Euro Gewinn, da sind zwar hier bei der Wirecard 387 Euro Gewinn oder bei der Rational 352 Euro, die liegen schon auch ein Jahr hier drin. Aber ich kann ja mit diesen Gewinnen auf dem Papier nichts anfangen. Und dann stellt sich die Frage, nehme ich die Gewinne mit? So, und wenn ich die Gewinne mitnehme, dann muss ich mich am Kopf kratzen und mir sagen, ja, wo investiere ich jetzt wieder dieses Geld? Da bin ich ja dann immer im Zugzwang. Deshalb ist es für mich wichtig, ein Depot zu haben, wo permanent Geld ausgeschüttet wird. Es bringt mir nichts, wenn ich hier mit einem Depot werben kann. Mensch, ich habe 50% gemacht im Jahr. Ja, Wertzuwachs. Aber ich habe aus diesen 50% nichts rausbekommen. Ich hoffe, ihr versteht es richtig. Um das geht es mir. Es geht mir hier um Cashflow. Es geht mir darum, dass ich jeden Monat von meinem Depot Geld bekomme. Diesen Betrag, der wurde mir ausbezahlt. Den habe ich in der Hand, den habe ich zur Verfügung, ohne dass ich hier habe eine dieser Aktien verkaufen müssen. Das ist meine Dividendenstrategie. Und diese Dividendenstrategie beinhaltet, dass ich Aktien, und da gehen wir jetzt hier rein auf dieses Tool, es gibt verschiedene, ich nehme jetzt aber mal das hier von Börsengeflüster, das mir sehr gut gefällt, Börsenflüster.de, Börsengeflüster.de. Und dort kann man anklicken, Januar, wer zahlt Dividenden aus? Ein schneller Überblick, die Hits, die Rendite-Hits im Januar, da ist nichts dabei, was mich jetzt interessiert. Und wenn wir dann in Februar schauen, dann haben wir hier die Metro zum Beispiel, die TUI, da ist noch die Metro-Vorzugsaktie und die Deutsche Beteiligung. So, Metro, TUI, Deutsche Beteiligung. Wir gehen hier rein ins Depot und dann werdet ihr gleich was sehen. Wir haben hier die Deutsche Beteiligung drin, wurde schon gekauft, Anfang Januar, ist momentan 3% im Gewinn. Wir haben hier die Siemens drin, sie hat ja auch im Februar Dividendenausschüttung mit irgendwo 3%. Und normal haben wir noch die Metro, die ist hier unten drin, die ist momentan mit 8,94% im Minus, die Metro, die schüttet auch Dividenden aus im Februar. Und dann kommt noch die TUI dazu, die gehen wir nachher nochmal charttechnisch genauer drauf ein und auch warum ich Metro, Deutsche Beteiligung und Siemens bereits schon gekauft habe.
Wie funktioniert diese Dividendenstrategie? Dieses Depot beinhaltet ja 48.000 Euro, aber es ist einfach ein Budget in diesem Depot drin, das so 10.000, 15.000 Euro hat und da rotiere ich. Ich kaufe jetzt alle für mich interessanten Aktien im Februar, die dort auch Dividenden ausschütten. Jetzt investiere ich in 4 verschiedene Titel. Nur jeweils 1.000 Euro macht 4.000 Euro, bekomme im Schnitt von diesen 4 Aktien rund 5% Dividende ausgeschüttet, macht letztendlich 200 Euro Cash-Zufluss in mein Depot auf meine Hände. Mit dem Geld kann ich dann wieder machen, was ich will. Jetzt momentan noch steuerfrei ab 1600, wenn diese generiert wurden, der Steuerfreibetrag, dann muss ich hier natürlich auch diese ca. 26% Steuern abdrücken. Aber momentan fließen mir hier 200 Euro Dividende zu. Und wie geht die Strategie weiter? Wie gesagt, es sind so 10.000, 15.000 Euro, die hier bereit liegen, um hier durchzurotieren. Die Erfahrung sagt mir, und wer das letztes Jahr schon verfolgt hat, aus dem letzten Jahr mit diesem System habe ich nur noch eine Aktie im Depot, die hierher rührt, und das ist hier die Telefonica, die ist aktuell bei 12% im Minus, habe mir aber letztes Jahr, ich muss gerade mal schnell nachschauen, Augenblick, mache ich auch auf. Augenblick, das können wir ganz schnell auch noch mitmachen. So, hier, das ist noch vom letzten Jahr, die Berichte. Da haben wir zum Beispiel die TUI gekauft, letztes Jahr 100 Stück versehentlich, eine Position zu viel, weil ich keine Mitteilung bekommen habe, dass es eingebucht wurde. Dann habe ich sie noch einmal gekauft und dann festgestellt, dass ich jetzt 200 Aktien drin habe. Aber das ist aus der Dividendenstrategie. Da oben steht es ja auch, Depot-Hintergrund ist ein Steuerfreibetrag von 1600 Euro, 8% Rendite sind es bei 20.000 Euro, plus 2% im Jahr auszuschöpfen, um dieses Geld wiederum anlegen zu können. Warum etwas verschenken, wenn man es schon steuerfrei bekommt? So, die TUI wurde ja gekauft, genauso die Metro, genauso die deutsche Beteiligung, die wir dann irgendwann im Laufe des Jahres wieder verkauft haben. Die Dividendenausschüttungen waren dann, Siemens war ja hier auch noch drin, Siemens 79, TUI, ich rede jetzt nur von diesen, von der Dividendenstrategie, wo man hier durchrotiert, die Metro, die deutsche Beteiligung. Dort kamen dann 144, 180, 220 Euro, 230 Euro und die hier noch, ja, rund 300 Euro Dividenden. Nur im Februar wurde mir hier ausgeschüttet. Und dann wurden diese Aktien, schauen wir mal, verkauft. Hier war Philips Morris verkauft worden, Augenblick, der April. Im April wurde die Lücke geschlossen, die durch diese Dividende entstanden ist, zum Beispiel bei der deutschen Beteiligung. Die wurde verkauft mit 5 Euro Gewinn, aber ich habe ja oben schon die Dividende kassiert. Und jetzt noch einmal was zu dieser Kurslücke, die dort entsteht am Ex-Dividendentag. Also eine Aktie kostet heute 100 Euro. Es wird am 1.1. werden 1 Euro Dividende ausgeschüttet, oder ist die Hauptversammlung. Ein Tag später, zwar am 2.1. ist dann der Ex-Dividendentag. Weiß einer von euch dann, warum es hier denn eine Lücke gibt von ca. 1 Euro? Macht euch mal schnell Gedanken, warum entsteht diese Lücke? Der eine oder andere wird denken, ja, das wird dann von der Börse gemacht, weil es ja 1 Euro weniger ist. Nee, das ist so nicht korrekt. Dieser 1 Euro wird ja dieses Unternehmen weniger wert, wenn hier jetzt 1 Million Aktien draußen sind auf dem Markt, Freiverkehr, und es wird 1 Euro Dividende ausbezahlt, verliert ja dieses Unternehmen an Wert von 1 Million Euro. Und das wird vom Markt selbst gemacht. Und das ist die Strategie dahinter. Das macht nicht die Börse Frankfurt oder Stuttgart. Das wird vom Markt selbst gemacht. Das machen wir Händler, weil die Aktie ist ja jetzt weniger wert. Und am Ex-Dividendentag werden ja auch alle Positionen geschlossen quasi, oder besser, ja, diese alle offenen Positionen, wo im Markt liegen, werden hier ja alle glattgestellt. Quasi, wenn ihr hier Zertifikate und so Sachen drin habt,
offene Positionen wird es alles geschlossen. Und das macht der Markt von ganz alleine, nur das, die Positionen schließen, das macht natürlich die Börse. Aber diesen Wertabschlag, das passiert von ganz alleine. Das sind wir Händler, wo dann sagen, okay, jetzt ist die Aktie einfach einen Euro weniger wert und geben hier unsere neuen Orders ein, je nachdem. So, hier wurde dann die deutsche Beteiligung ausbezahlt, verkauft. Da wurde zum Beispiel eine Vodafone gekauft, auch wegen der Dividendenausschüttung. Das ist immer diese Strategie. Schauen wir weiter, Telefonica, haben wir hier Dividende bekommen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist ein Überbleibsel von letztem Jahr. Die Bayer hat ausgeschüttet, die wurde dann auch verkauft. Die habe ich hier oben alle irgendwo mal gekauft. Siemens, Healthineers ist in dieser Rotation drin. Grand City Properties ist in dieser Rotation drin. Genauso ja, wie die Bayer, die sind alle, die gehen einfach durch. Und sobald diese Lücke geschlossen wird, verkaufe ich die Aktie. Eine Bayer-Dividende, eine Telefonica-Dividende, eine Rational hat Dividende bezahlt. Die Rational zum Beispiel ist eine Aktie, die hat die Dividende ausgeschüttet von 13,09 Euro, ist da bei mir angekommen. Und diese Aktie habe ich dann behalten, weil sie echt ein schönes Kurspotenzial hatte und noch weiter steigt. Und dann ist die Frage, warum soll ich sie verkaufen? Das Geld brauchte ich nicht für die Rotation, weil einfach durch andere Aktien, die dann verkauft wurden, hier Geld freigesetzt wurde. Schauen wir mal hier, Verkäufe, Verkauf. Hier wurde die Grand City Properties wieder verkauft. Nach der Dividendenausschüttung auch die Metro wurde hier verkauft. Nach der Dividendenausschüttung, wo diese Kurslücke fast geschlossen war, da sind dann keine großen Gewinne. Ich habe ja schon durch diese Dividende hier die Gewinne kassiert. Hier haben wir verkauft die Vodafone-Aktie. Die Dividende haben wir ja schon irgendwo kassiert. Gucken wir mal schnell, wo wir die kassiert haben. So, wo bist jetzt du? Also normalerweise haben wir hier schon irgendwo eine Dividende kassiert. Wahrscheinlich nicht. Verkauf Aktie Vodafone 12 Euro. Ah ja, bei der Vodafone ist so, die Dividende wird ja später ausgeschüttet. Da unten ist sie, 650 Stück. Da sind 19,40 Euro Dividende rübergekommen nach Steuern. Bei der Vodafone, wie gesagt, da ist, fällt mir gerade ein, da ist ja nicht 3 Tage später die Dividendenausschüttung. Das dauert hier bei dieser Aktie doch sogar einige Wochen. So, und das ist diese Rotation. Immer permanent durch. Wenn dann waren diese, hier sind dann die TUI-Aktien verkauft worden, als die Kurslücke geschlossen wurde. Auch mit plus minus null, aber es wurden ja hier 144 Euro Dividende kassiert. Also, ich fasse zusammen, in dieser Strategie geht es darum, im Februar, und der Fokus liegt hier nur auf deutsche Aktien, DAX, MTech DAX, eventuell auch noch SDAX Aktien mit einem gewissen Volumen. Kurz vor der Dividendenausschüttung natürlich nach charttechnischer Analyse zu kaufen und dann die Dividende zu kassieren und dann zu warten, bis diese Kurslücke geschlossen wird und dann die Aktie wiederum zu verkaufen, um dieses Geld, diese 1000 Euro, wiederum in eine andere Aktie zu investieren mit der gleichen Strategie. Das kann sein, dass man hier, wenn man hier 10.000, 15.000 Euro investiert, zu Beginn des Jahres, dass es einmal komplett durchgewaschen wird und man im Endeffekt eigentlich 30.000 Euro investiert hat, hier in Dividendenaktien, so zum Beispiel wie die Hella, die wurde hier gekauft und dann wurde, ja, da habe ich dann aufgehört mit Schreiben, Hella, hier wurde dann noch die Dividende ausgeschüttet und weiter und hier wurde sie dann auch noch verkauft in diesem Monat mit Verlust von 4,73 Euro. Aber letztendlich sind hier 56 Euro rübergekommen. Das ist diese Strategie. Und zu dieser Strategie schauen wir uns hier jetzt Aktien an.
Da beginne ich hier gleich einmal mit der Metro. Die Metro, ja, mit der habe ich ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten. Und wie gesagt, der Kritiker wird sagen, naja, das funktioniert ja nicht. Ich weiß, dass es funktioniert. Aber für den Kritiker, dass er auch ein bisschen Futter hat, es gibt natürlich Aktien, die fallen durch. So wie diese Telefonica. Ich habe auch in einem ganz anderen Depot eine Ding, ThyssenKrupp noch drin. Jetzt zahlt sie nicht einmal mehr die 5 Euro oder was da, diese paar Cent Dividende aus in dem Depot. Und die liegt bei mir drin mit 50% Verlust. Ich habe sie noch nicht realisiert. Das gehört auch dazu. So wie diese Telefonica. Die kommt und schließt diese Kurslücke halt nie. Mal nicht innerhalb eines Jahres und jetzt kommt die nächste Dividendenausschüttung. Und dann muss ich ja mal einfach zusammenrechnen, über 2 Jahre hat sich das plus minus null rentiert oder hat sich es nicht rentiert und irgendwann wird sie verkauft oder wird ein drittes oder ein viertes oder ein fünftes Jahr gehalten. Spielt ja im Endeffekt keine Rolle. So, bei der Metro war es so, hier irgendwo aus diesem Bereich heraus habe ich sie gekauft, zur Oberseite hin. Letztendlich ging es jetzt noch mal eine Etage tiefer und bei der weiteren Betrachtung ist mir dann hier diese SKS noch aufgefallen. Also die Metro kann gut und gerne noch einmal hier runtergehen bis in den Bereich von 11,47 Euro, 11 Euro, rund 11 Euro. Das war jetzt keine gute Entscheidung, hier schon zuzuschlagen bei der Metro. Warten wir mal die Dividendenausschüttung ab. Metro, ja, da wisst ihr ja, die verkaufen gerade die Realgruppe. Da mal gucken, vielleicht gibt es den einen oder anderen Impuls oder vielleicht sogar eine sehr üppige Sonderdividende, wenn nicht dieses Jahr, dann vielleicht nächstes Jahr durch diesen Verkaufserlös. Ich gehe die Aktien jetzt alle so durch. Da haben wir die deutsche Beteiligung, die ist ja hier auch im Depot drin. Hier 27 Aktien. Investitionssumme, diese 1042. Ich fahre hier momentan in diesem Depot immer nur noch die 1000 Euro. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel 100.000 auf diesem Depot hätte, würde ich diese Summe auf 2000 Euro erhöhen von der Dividendenstrategie. Aber hier jetzt zu Beginn noch bei dieser Kapitalsumme will ich ja möglichst viele Aktien hier durchlaufen lassen. Und wenn ich jetzt momentan nur immer 2000 Euro investieren würde, wäre ich hier dann doch eventuell zu oft zu blockiert, um hier gewisse Chancen nutzen zu können. Also das hier, die deutsche Beteiligung ist hier drin. Warum habe ich die gekauft? Ganz einfach, das hat ein bisschen fundamental zu tun, nicht unbedingt charttechnisch. Ich habe euch ja immer solche Charts gezeigt mit der Zinsentwicklung, mit der Arbeitslosenquote, mit der Kurzarbeiterquote. Und die ging ja exorbitant zurück von, glaube ich, ca. 43.000 Betriebe, die in Kurzarbeit sind, ging das auf einmal zurück auf 13.000 circa Betriebe. Und die deutsche Beteiligung ist ja in Unternehmen beteiligt, im deutschen Sektor hauptsächlich oder ausschließlich Mittelstandsbetriebe. Und im Grunde habe ich diesen Zug schon verpasst. Der IFO-Geschäftsklimaindex war gut und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre jetzt, glaube ich, Zeit, die deutsche Beteiligung zu kaufen, weil sie ja von den guten Nachrichten, die Unternehmen wieder mehr Aufträge und so weiter und so fort profitieren könnte. Und darauf hingehend habe ich sie aus diesem Bereich hier, mit dieser Kerze, bin ich eingestiegen in die deutsche Beteiligung. Und das Wunschdenken in dieser Sache ist dann die, dass das hier einfach noch einmal hochsteigt, wie auch immer, kurz vor der Dividendenausschüttung. Und dass die Dividendenausschüttung die Aktie selber im Depot hier nicht mehr ins Minus drückt, weil dann könnte ich sie sofort am Ex-Dividendentag verkaufen mit hier einem kleinen Gewinn und die Dividendenausschüttung und die 1000 Euro wären wieder bereit, um hier in die nächste Aktie hinein zu rotieren. So der Gedanke. Aber das ist einfach nur Wunschdenken. Manchmal kommt es auch anders, wie man denkt.
Die Siemens bin ich auch reingegangen, auch aus diesem Grund. Ich sehe hier charttechnisch eine Flagge. Erst sehe ich hier mal einen Ausbruch aus diesem Abwärtstrend zur Oberseite in eine Flagge auf sehr hohem Niveau, wo man davon ausgehen kann, dass sie eventuell im Bälde nach oben ausbrechen wird. Und auch hier gilt ganz klar, Dividendenausschüttung kassieren und auch die Siemens wieder zu verkaufen. Gell, die will ich jetzt nicht unbedingt hier ein ganzes Jahr mitschleppen, weil sie doch auch einige Leichen im Keller hat, dieses Unternehmen. Wir haben hier die TUI. Und die TUI gehe ich jetzt auch drauf ein, weil die kommt noch ins Depot. Normalerweise, da warte ich noch, weil seit sie in den Fokus von mir gerückt ist, ist sie ja fast täglich abwärts gelaufen. Die TUI ist ja der neue Vorstandschef. Dieter Tschetsche, einer, der ja Daimler-Benz, muss man ja schon fast sagen, an die Wand gefahren hat, der ja keine Zukunftsvisionen hatte bei Daimler. Für mich unvorstellbar, wie unsere deutschen Autohersteller hier gepennt haben. Vor circa 20 Jahren hat BMW schon mit Wasserstoff begonnen zu bauen, hatte hier schon Teststrecken. Ich habe es mitbekommen, weil wir da gebaut haben. Da frage ich mich, wo sind heute diese Projekte hingegangen? Was ist daraus geworden? Aber BMW, Daimler-Benz ist für mich ja, ein württembergisches Unternehmen. Dieter Tschetsche, momentan würde ich sagen, der größte Verlierer im Automobilsektor, weil er hat hier, ich sag's mal, einen Friedhof, ein Unternehmen hinterlassen, das einfach, ja, da ist keine Substanz mehr da, muss man ehrlich sagen, was Zukunftstechnologien geht. Ich weiß nicht, was dieser Dieter Tschetsche so die letzten 4-5 Jahre hier in diesem Unternehmen getrieben hat. Er ist gekommen als Stern, am Anfang war es ja gut, er hat das Unternehmen hochgepusht, aber irgendwo hat er hier keine Zukunftsvisionen gehabt, was die Zukunft bringt. Hätte man hier, meiner Meinung nach, im Automobilsektor selbst das Heft in die Hand genommen und sich hier zum Beispiel auf Wasserstoff fokussiert. Das muss ja nicht einmal der Akku sein. Natürlich muss die Politik auch mitspielen. Die Politik hätte ja auch die Rahmenbedingungen machen müssen. Nicht nur sagen müssen, wir fördern hier jetzt, dass hier 1 Million E-Autos auf der Straße sind bis zum Jahr, blum, 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 wo nicht erreicht wurde. Da sind ja, glaube ich, bloß mal ein paar hunderttausend Autos raus. Wenn überhaupt. Und das sind einfach Visionen. Man könnte führend sein auf diesem Sektor, wenn unsere Unternehmensleitungen in den Vorstandschaften, ob das VW ist, ob das BMW ist, aber am schlimmsten ist hier Mercedes, nicht so dermaßen gepennt hätten. Also wie gesagt, diese Männer, es waren Männer, null Zukunftsvisionen, alte graue Männer. Und heute Dieter Tschetsche, darum TUI, sitzt in der Vorstandschaft von TUI. Also ich weiß nicht, was die Leute hier geritten hat. Diesen Menschen hier, der gehört normal, ich sag's mal, wie es alle große Unternehmer machen, nach Südafrika verfrachtet. Da leben die ja alle hinter großen Mauern. Da können sie nichts mehr anstellen, verwalten ihre Millionen und spielen Golf. Mehr traue ich diesem Unternehmensleiter nicht zu. Aber das soll nicht hier das Thema sein, da geht es wieder um diese Dividendenstrategie. Die TUI, ja, mit Dieter Tschetsche sehe ich keine große Zukunft für die TUI, solange er hier federführend unterwegs sein wird, wird sie hier wahrscheinlich ein paar Millionchen rausholen und dann wird er irgendwo in der Senke verschwinden. Die TUI ist, wenn man nur das hier betrachtet und hier jetzt nicht diesen gesamten Chart, nur das hier betrachtet, ist die TUI jetzt an einem sehr wichtigen Unterstützungsbereich. Wir haben hier aus dieser gesamten Aufwärtsbewegung zur Abwärtsbewegung des 61er Fibonacci bei 9,67 Euro. Hier könnte man schon ab Montag, wenn die Aktie, und wie gesagt, ich weise hier auf den Risikohinweis hin, das sind meine Einschätzungen, ich mache das, ich habe null Ahnung von der Börse, ich bin ein ganz kleines Lichtchen, hier auf diesem Planeten, also unbedeutend. Aber ich, wenn diese Aktie hier am Montag, je nachdem hier oben rüber geht, werde ich sie auch für 1000 Euro ins Depot nehmen, um in der Hoffnung, dass aus diesem 61er Fibonacci bis zur Dividendenausschüttung
die übrigens am 11. Februar ist der Ex-Dividendentag, hier doch eventuell hochlaufen könnte bis in den Bereich von 10,95, eventuell auch 11,64 €. Das wäre so die Fantasie, die kleine Fantasie, die ich hier in dieser Aktie bereit hätte. Prinzipiell haben wir hier ja eine Bodenformation gehabt, eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. Wir sind ausgebrochen, haben hier wunderschön die 100%, sogar mehr wie 100% gemacht, leicht korrigiert. Und da könnte man hier auch sagen A, B, C oder eine A, B, C als Abschluss. Und hier wird es eigentlich jetzt interessant für die TUI. Langfristig habe ich hier keine Optionen für diese Aktie. Da heißt es dann wieder so schnell wie möglich raus, solange Dieter Zetsche dieses Unternehmen leitet. Wir haben hier dann, jetzt komme ich zu Aktien, die momentan interessant sind aus meiner Sicht, die nicht zu dieser Dividendenstrategie gehören, für die ich Potenzial habe, schönes Potenzial zur Oberseite hin. Da wäre einmal die AT&T. Die AT&T, muss ich gerade mal schauen, es ist gar nicht ganz so richtig drauf. So, die AT&T hat hier meiner Ansicht nach eine inverse Schulterkopf-Schulterformation ausgebildet oder ist dran. Man kann auch das hier, linke Schulterkopf, rechte Schulter, und für mich ist dieser Bereich jetzt, ehrlich gesagt, ich bin schon investiert in diese Aktie, aber dieser Bereich jetzt hier ist noch einmal interessant, um mit dieser Aktie mal zumindest an diese Nackenlinie hochzuhandeln. Das wäre jetzt rund 1 Euro. Und dann hier letztendlich sollte sie hier ausbrechen über diese Nackenlinie und dann hier über dieses Allzeithoch von 39,2. Das ist kein Allzeithoch, die war schon höher. Über dieses Hoch von 39,70 Ausbrecherpotenzial bei einer 100% Ausdehnung mit bis zu 43 Euro. Das ist die AT&T, die werden wir hier in nächster Zeit noch ein bisschen öfters beobachten, was da draus wird. Wie gesagt, ich habe sie im Depot, weil sie glaube irgendwo mit 5-6% Dividendenrendite liegt sie bei mir drin. Langfristig, also das ist jetzt nicht in der Dividendenstrategie, wo ich dann gleich morgen wieder verkaufen würde. Schauen wir gerade, ob die hier in dem Depot, ja, hier ist sie drin. Aber auch nur für 1000 Euro, wenn sie noch einmal runterkommen sollte, werde ich sie nachkaufen, die Aktie. Das hier, AT&T, für mich hat die Potenzial. Das nächste US-amerikanische Unternehmen, das ist die 3M. Das ist das Konglomerat hier, USA, quartalsweise Dividendenzahler. Auch hier sehr interessant. Die Aktie selbst habe ich jetzt lang genug beobachtet. Bin hier auch eingestiegen, weil, ich zeige euch schnell was, diese Aktie hatte hier eine Wolfewelle Long. So. Die Wolfewelle Long war für mich der Anhaltspunkt zu sagen, okay, das ist die 1 hier die 2, hier die 3, hier die 4, hier die 5, war für mich, und dann hier der Ausbruch zur Oberseite, das wäre der Zielbereich, wurde hier nicht ganz erreicht, ist aber auch egal, wichtig ist, Einstieg zu finden in diese Aktie hier irgendwo aus dieser Wolfewelle heraus. Das war der Hintergrund. Momentan hat sich hier jetzt aber etwas gebildet, was mir nicht ganz so gut gefällt. Ich ziehe die Linie mal wieder weg. Wo auch jeden Tag jetzt beobachtet wird, diese Aktie. So, dieser Keil. Dieser Keil hat die Form einer Wolfewelle, auch die 1, die 2, die 3, die 4, die 5. So. Und ist auch hier zeitgleich unterhalb eines Widerstands hingelaufen. Das sehe ich jetzt momentan kritisch. Sollte diese Wolfewelle aktiv werden, dann haben wir hier bei der 3M das Risiko aktuell, dass sie aus diesem Hoch
noch einmal fallen kann bis auf 152 Dollar. Andererseits, aus dieser Wolfe-Welle Long hat sich hier auch eine inverse Schulterkopf-Schulterformation gebildet. Jetzt muss ich gerade schnell schauen. Linke Schulterkopf, rechte Schulter. So. Diese Kerze hier gefällt mir gar nicht so, darum setze ich das jetzt einmal da unten hin. Sorry, es passt doch nicht ganz, das vergessen wir mal. Es ist eine Wolf, eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, linke Schulterkopf, rechte Schulter, nur mit diesen aufsteigenden Nackenlinien kann ich nicht viel anfangen. Ich mag, ihr wisst ja, diese Nackenlinien, die nach unten gehen, bei inversen Schulterkopf-Schulterformationen, bei normalen Open-Umkehr-Schulterkopf-Formationen will ich eine Nackenlinie so schräg. Mit denen kann ich nicht viel anfangen. Aber für die, die damit was anfangen können, bei einem Ausbruch dieser Formation zur Oberseite, dagegen spricht aber momentan dieser Keil, wäre hier bei der 3M Potenzial bis bei einer 100% Ausdehnung. Man muss aber wissen, bei inversen Schulterkopf-Schulterformationen ist sehr oft das Ausdehnungsfeld zur Oberseite in ca. 80%. Das kann jeder selbst ausrechnen. Bei 24 Dollar Ausbruchslevel, wo hier dann Ende sein könnte, 80%. Aber irgendwo bei 19 Dollar sein. Und dann wäre hier das statistische Zielkorridor angelaufen bei dieser Aktie. Also hier bin ich momentan zwar investiert, ist ja langfristige Aktie. Was heißt das für mich? Sollte die hier runterkommen, werde ich sie hier noch einmal zur gleichen Menge nachkaufen. Also ich habe sie hier in dem einen Depot, glaube ich, für 1000 Euro drin und im anderen für 2600 Euro und da werde ich dann da unten noch einmal insgesamt 3600 Euro investieren in diese Aktie, weil sie auch eine gute Dividende ausschüttet. Das zu der Aktie 3M. Jetzt komme ich zu Aktien, die Johnson & Johnson. Die Johnson & Johnson ist interessant, weil sie einen Ausbruch übt. Ob dieser Ausbruch nachhaltig ist, das werden wir in ein paar Tagen, in ein paar Wochen sehen. Wir sind hier bereits schon am Januar 2018, haben ein Hoch ausgebildet. Ein Allzeithoch. Wir haben dann hier wieder ein neues Allzeithoch ausgebildet im Dezember 2018, also 12 Monate später. Wir haben hier jetzt fast wiederum 12 Monate später ein neues 18, das ganze Jahr, jetzt muss ich gerade schauen, der 11.18, der 11.19, ja, ein bisschen mehr wie ein Jahr, 14 Monate später versucht die Aktie hier wieder einen Ausbruch zur Oberseite hin zu generieren. Johnson & Johnson ist für mich eine Pflichtaktie im Depot wegen den Dividendenausschüttungen in meinem Depots, wo ich jetzt nicht öffentlich zeige, sind überwiegend US-amerikanische Unternehmen drin, kanadische und australische Unternehmen, weil hier einfach von der Dividendenstruktur ganz andere Möglichkeiten bestehen. Und die Johnson & Johnson ist für mich eine Pflichtaktie im Depot, weil wir sind hier in der Pharmaindustrie vertreten. Das natürlich auch Probleme mit sich bringt, diese Abverkäufe hier, das hier und auch das hier. Also hier unten habe ich sie wieder nachgekauft, die Johnson & Johnson in Aktie und auch in Zertifikaten, bei denen ich Zertifikaten, wo ich jetzt hier den Gesamtmarkt der USA beobachte, um hier die Zertifikate eventuell kurz vor diesem Ausbruch, wenn er denn kommt, zu verkaufen. Also sollte hier ein Umkehrsignal kommen, werden hier meine Zertifikate, die sich momentan rund 80% im Gewinn befinden, abstoßen und hier eventuell tiefere Kurse wieder nachkaufen. Also Johnson & Johnson kurz vor einem Ausbruch. Anschlusskäufer fehlen momentan. Sollte dieser Ausbruch stattfinden und nicht so wie hier wieder
massiv abgewiesen werden. Da kam ja noch das mit dem Asbest in dem Puderzucker drin. Dann sehe ich mal die Einschätzung, Zielbereiche hier bis 159 Dollar bei der Johnson & Johnson. Die nächste Aktie ist auch eine, die einen Ausbruch übt. Das ist die NellAsa. Das ist der Wasserstofftankstellenhersteller, also die bauen Tankstellen. Das ist ja eine in die Luft geflogen hier. Darum ist diese Aktie so abgerauscht. Das wäre geil gewesen, hier unten zu kaufen. Gott. Aber das habe ich auch gepennt. Ich habe sie dann erst wieder hier bei 84 ins Depot aufgenommen. Für mich hat diese Aktie sehr viel Potenzial. Es ist aber auch Wunschdenken. Machen wir das Ding mal hier so ganz klein. Es ist für mich auch Wunschdenken, aber stellt euch mal vor, das Ding läuft über Jahre, Jahre, Jahre und ist dann hier irgendwann immer bei 18 Euro, hat vielleicht dann sogar schon einen Aktiensplitz hinter sich und ihr kauft heute für 1000 Euro 1000 solcher Aktien und habt dann in, ja, von mir aus in 10 Jahren 18.000 oder mit diesen 1000 19.000 Euro auf dem Konto. Das ist ja auch in 10 Jahren eine sehr gute Rendite, wenn man die Inflation dann noch dazu abrechnet oder abzieht. Das wäre auch eine feine Sache. Aber da geht es darum, hier jetzt die NellAsa hat auch hier den Ausbruch geübt zur Oberseite. Und jetzt wird es entscheidend, findet sie hier Anschlusskäufer, um hier dann nach oben weiter zu expandieren. Schauen wir die nächste Aktie an, bis keine mehr kommt. Hier ist einmal die BlackRock. Die BlackRock hat auch einen Ausbruch vollzogen. Die BlackRock hat auch hier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter gemacht in dieser Korrektur. Ist über diese Nackenlinie raus. 80% sind irgendwo bei 525 Dollar oder Euro. Weiß jetzt gar nicht, was das für eine Währung ist. Normal Dollar. Ist aber L&S, noch ist es Euro. 525 ist irgendwo die 80%. Wir haben hier oben noch die Kanalbegrenzung, aber der gebe ich momentan nicht so viel, weil die von unten zwei Auflagepunkte, eigentlich quasi ein Ausgangspunkt, ein Auflagepunkt und ich habe die eigentlich nur so nach oben abprojiziert. Oben fällt mir hier doch noch einiges an Anhaltspunkte, aber rein schon mal aus dieser Formation heraus besteht hier Potenzial bis in diesen Bereich. Bei einer 100% Ausdehnung haben wir Potenzial bis 552. Von dieser Aktie habe ich nur zwei im Depot. BlackRock hier, drei im Depot, weil hier auch das Investment begrenzt ist auf 1157. BlackRock ist eine Aktie, mit der könnte ich mir vorstellen, alt zu werden. Also Korrekturen werden hier genutzt, um zu kaufen. Es ist ein quartalsweiser Dividendenausschütter, der mir hier dann Cash, Bargeld auf die Hände gibt, mit dem ich dann machen kann, was ich will. Ich kann damit dann Rechnungen bezahlen, ich kann dann meine Autoversicherung bezahlen und so weiter und so fort. Das ist übrigens auch noch so eine Geschichte mit Auto. Ich finde es interessant, wenn man zum Beispiel Royal Dutch Shell ein schönes Paket im Depot hat oder eine BP im Depot drin hat und bekommt von mir aus hier im Jahr 1000 Euro Dividendenausschüttung. Hey, nehmt dieses Geld, tut es in ein Portemonnaie rein und tut mal nur mit diesem Geld tanken. Ihr investiert da ja dann wieder in dies und dann natürlich müsst ihr nur bei BP oder bei Royal Dutch, also das sind die Shell-Tanksteller, tanken, dann investiert ihr ja wieder in eure eigene Aktien, in euer eigenes Unternehmen und bekommt dann allquartalsweise diese Dividenden ausgeschüttet. Das ist für mich so im Hintergedanken etwas sehr Gutes, genauso wie wenn ihr Unilever habt und geht hier dann in den Supermarkt und kauft hier Produkte von Unilever, von diesen Dividenden, die ihr bekommen habt, von diesem Unternehmen, von Unilever oder Procter & Gamble, je nachdem, oder auch Heinz Kraft oder Kraft Heinz, ihr kauft den Ketchup von euren Dividendenausschüttungen. Das kann ja auch eine Strategie sein, dass man nur solche Aktien ins Depot nimmt, von dem man alltäglich etwas davon hat, wo man die Produkte auch kaufen kann. Das wäre auch ein kleiner Hintergedanke, hier mal so vorzugehen. Also hier die BlackRock ist hier ausgebrochen. Ja, Schlusskurs war jetzt wieder unterhalb des Ausbruchs. Hier wird es jetzt auch entscheidend sein, finden wir Anschlusskäufer, die denn die Aktie hier weiter stabilisieren und nach oben
fortpflanzen lassen. So, das hier zu der Geschichte. Ihr habt es verstanden mit diesem Depot. Es gibt hier eine Rotation, da sind 10.000, 15.000 Euro, sind hier zur Verfügung, werden hier bereitgestellt in einem Depot, in dieser Strategie, wo wir hier einfach durchmischen. Aktien werden gekauft nach charttechnischer Analyse oder auch eventuell Fundamentalanalyse, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine gute Zeit, es wird die Dividende kassiert und dann wird diese Kurslücke genutzt, um diese Aktie mit plus minus null wieder aus dem Depot zu verkaufen. Und das ist dann hier so dieses Ergebnis, diese 351 Euro Gewinn jetzt im Januar. Die kommen jetzt aber nicht nur durch Dividenden, ist zwar schon ausländische Dividenden ausgeschüttet worden, es kommen auch noch einige Dividende dazu, bis der Monat vorbei ist. Das sind aber auch Absicherungsgeschäfte. Also ich kaufe hier auch Zertifikate, speziell DAX gewichtet und S&P gewichtet, um hier Markteinbrüche davon einfach mein Depot zu versichern. Aber das sind kleine Versicherungen, überschaubar. So, jetzt gehen wir hier rein in den DAX. Und zu dieser Analyse nehme ich heute mal schnell den Dow Jones her. Augenblick, ich mache da ein paar Dinge raus. Der Dow Jones hat ein Umkehrsignal gemacht. Für die Kerzentechniker unter euch, die wissen, was das hier ist. Das ist eigentlich ein Dojis, eine Anreihung an Dojis, und das ist einmal ein Signal, dass es hier, ja, die Luft sehr, sehr dünn wird im Dow Jones. Das ist jetzt die DB-Indikation. Da musste ich umstellen. Jetzt schauen wir mal schnell. Merke ich gerade, ob da, denn, ja, okay, bei der, das schaut schon ein bisschen anders aus. Da haben wir nicht diese Umkehrformation. Puh. GFD hat gestern falsche Signale gebracht. Ja, also da ist so richtig keine Umkehrformation, also mit diesen Dojis da oben, aber das ist nicht der Schwerpunkt. Wir haben hier in dieser Aktie ein Hoch, mit dieser Kerze ein Tief, und diese Kerze ging über die vorhergehende rüber. Also ist das hier das klassische 1, 2, 3, und mit dieser Kerze haben wir den Bruch vollzogen. Dieses 1, 2, 3 bestätigt. Ein Umkehrsignal. Jetzt ist am Freitag noch dazugekommen, diese Kerze ging über diese vorhergehende rüber und hat sie auch nach unten gebrochen. Also haben wir hier in einer Kerze sogar ein Trendfortsetzungssignal. Also, Dow Jones, USA, haben wir ein Umkehrsignal und ein Trendfortsetzungssignal zur Unterseite hin. Das behalten wir uns jetzt einfach einmal im Hinterkopf. Es könnte hier auch momentan jetzt an den US-Märkten die Luft raus sein. Bisher hatten wir solche Umkehrformationen hier noch nirgends. Das ist das erste Mal seit langer Zeit. Hier war das letzte Mal ein Hoch, ein Tief, auch mit solch einer Kerzenanordnung, die gefährlich ausschaut. Und dann ging es abwärts. Ein Hoch, 1, 2, 3. Dann ging es ein bisschen stockend und dann kam der Abverkauf. Bei dem letzten Hoch genau das gleiche. Wir hatten hier eine 1, eine 2, eine 3. Die wurde hier bestätigt, da hier jetzt hier runter müssen. Letztendlich kam es aber gesamt sehen, 1, 2, 3. Und mit diesem Bruch der Kerze wurde hier die Sache nach unten eingeleitet. Aber schon allein das hier hat damals gezeigt, ja, die Luft ist raus. Wo es hinläuft, jetzt in der Nachbetrachtung, sage ich jedem, ist es sehr einfach, hier sowas rein zu interpretieren und sagen, naja, ich habe es ja gewusst. Nee, hier habe ich auch nicht gewusst, wo geht es jetzt hin. Wird es hier jetzt eventuell nochmal eine Trendfortsetzung zur Oberseite oder ein Umkehr? Aber da helfen dann einfach andere Indikatoren, um hier zum Beispiel der CCI ist hier oben rausgekommen aus dem bullischen Bereich, und auch jetzt aktuell ist der CCI aus dem bullischen, mega bullischen Bereich raus, und das könnte jetzt mal temporär dafür sorgen, das müsst ihr euch wegdenken, das habe ich einfach eine Linie genommen, wo gerade der Xetra DAX drauf gestanden ist. Könnten wir jetzt dann unter den Nullbereich fallen und dann in den bärischen Bereich hinein, was dann temporär zur Beschleunigung zur Unterseite hin fortführen könnte. Aber, ich will zusammenfassen, mir geht es hier um das Umkehrsignal,
und jetzt schon einmal sogar eine Trendbestätigung zur Unterseite im Dow Jones. Vermutlich wird hier auch der Coronavirus seine Schippe mit beitragen, dass die Märkte momentan ein bisschen vorsichtiger sind, weil China-USA-Front ist ja momentan nichts zu befürchten. Brexit ist es ruhig geworden, auch in Europa ist es momentan ruhig geworden. Einzigste Schlagzeilen momentan Davos und Coronavirus. Ja, ansonsten Iran ist ruhig geworden, sind verstummt. Liest man auch nichts mehr in den Nachrichten und in den Medien. Ja, momentan das Einzigste, was man so liest, ist noch Dschungelcamp. Fällt noch, dass noch Big Brother kommt, wieder aufgelegt wird, keine Ahnung. So, das zu der Geschichte. Also aus der US-Sicht momentan sieht es so aus, wie wenn man hier vorsichtig agieren muss auf der Long-Seite. Wir gehen jetzt gleich in die üblichen Verdächtigen und da ist eigentlich positiv zu deuten, das Ölfeld. So, aber da muss man auch wieder sehen und man muss sich fragen, warum fällt das Öl? Warum fällt dieses Öl auf einmal so massiv? Ist das wegen der Entspannung vom Iran? Oder ist hier keine Nachfrage der Industrie? Also interessant wird es dann sein, wenn das WTI-Öl hier unten ist. Da unten für mich werde ich es einmal. Ich handle sehr wenig WTI-Öl. Aber wenn das hierher kommt und macht ein Umkehrsignal, werde ich mir das eine oder andere Scheinchen ins Depot legen, um dann wieder zu schauen, ob wir hier nach oben durchlaufen. Je nach Scheinchen kann man hier ja auch seinen Stopp oder nach Umkehrsignal seinen Stopp hier unten generieren. Ja, da unten ist er normal zu weit weg. Aber das spricht eigentlich für weiter steigende Kurse im DAX. Das Gold spricht dagegen. Das Gold steigt und ist sogar im Begriff, hier wieder in den megabullischen Bereich reinzugehen. Also mich würde es nicht wundern, rein aus der Konstellation jetzt heraus. Und ich habe im letzten Video schon gesagt, Gold habe ich momentan keinen Plan, was das da abgeht. Ich gehe rein charttechnisch einfach eine 60er Fibonacci angelaufen und dann könnte hier eine größere Korrektur kommen. Passiert aber nicht. Und diese Bewegung von Gold zur Oberseite ist negativ zu deuten für die Indizes. Wir haben hier das Währungspaar US-Dollar. Das fällt aktuell doch recht heftig wieder. Das ist zwar in einer Seitwärtsbewegung, aber kurzfristig, temporär ist es auch positiv zu deuten für den DAX. Jetzt steht es schon 2:1 positiv für den DAX, wenn ich die Sachlage denn richtig deute. Und da kommt hier dann noch der VDAX New hinzu. Und der ist auch noch im tiefen grünen Bereich. Also steht es normalerweise, meine Indikatoren, die ich beobachte, 3:1 für einen weiter steigenden DAX. Wenn ich jetzt den Dow Jones dazu nehme, dass der hier aus meiner Sicht ein Umkehrsignal hatte, auf dieser Ebene, die ich anschaue, dann könnte man sogar 3:2 sagen. Suchen wir mal weiter, ob wir noch irgendwo was finden, was für weiter steigende Kurse spricht oder fallende Kurse. Und da gehen wir rein in die Wochenkerze. So, dieser Doji wurde nicht bestätigt. Also ist es momentan positiv zu deuten. Positiv will ich das jetzt aber nicht als Plus sehen. Wir haben hier nach wie vor auf Wochenbasis einfach eine Trendfortsetzung, eine Bewegung zur Oberseite hin. Quasi zwar an diesen Widerstandsbereich, wo wir ja jetzt letzte Woche gesehen haben, dass er sich hier ein bisschen die Zähne ausbeißt, der DAX, an diesem Allzeithoch von 18, von 17 und da haben wir noch einen Hoch gehabt von 2019. Das ja, kann ich jetzt so nicht bewerten. Da müssen wir auf unteren Zeitebene ein bisschen besser schauen. Gehen wir noch rein in den Linienchart. So, und der Linienchart, ich habe doch hier eine Linie drin gehabt, die hat man wahrscheinlich wieder rausgenommen. Augenblick. So, Linienchart technisch haben wir einen neuen Allzeithochschlusskurs. Also so hoch hat der DAX noch nie seit Bestehen geschlossen. Bei 13.581. So, was, wie soll ich jetzt das deuten?
Hier war ich noch auf Short gepult und jetzt geht er wieder oben raus. Sehr schwierig. Normalerweise sind solch ein Schlusskurs oldschool-mäßig ein Kaufsignal für den DAX per Schlusskurs 17:30 Uhr am Freitag. Und dann gehen wir rein in den Xetra-Tageschart. Auch hier sehen wir, der Schlusskurs war hier in diesem Widerstandsbereich drin. Und hier muss man ganz klar sagen, sollte der DAX am Montag noch einmal höher steigen, kommen wir hier und einen Schlusskurs machen, dass der CCI hier im megabullischen Bereich drin ist. Dann muss man davon ausgehen, dass dann die Käufer aufgewacht sind, ihren Fokus hier hinrichtet, laut Xetra, und hier dann doch massiv Anschlusskäufe kommen können, die den DAX doch ganz schön nach oben treiben könnten. Da könnte dann 500 Punkte nichts mehr sein, wenn denn hier die Marktteilnehmer Vollgas geben. Also das ist, ich sage es einmal, das Endergebnis, was am Ende dieses Videos rauskommen wird, es ist momentan immer noch neutral. Gerade Vorteile haben momentan die Bullen, definitiv. Die Bullen haben immer noch das Zepter in der Hand und hauen hier auf den Tisch. Und das werden wir dann auch auf unteren Zeitebenen sehen. Wir gehen hier rein in den 1-Stunden-Xetra DAX. So, da sind wir ja hier am, muss ich schnell schauen, 24. Ja. Da sind wir ja hier am Freitag, am Donnerstagabend auf der 200-Stunden-Linie einen Schlusskurs gemacht. Da dachte ich schon, naja, als kleine Korrektur zur Oberseite hin am Freitag und dann geht es hier runter. Werden wir nachher noch genauer anschauen. Aber der DAX hat hier doch mit einem sehr massiven Gap zur Oberseite hin. Da reden wir hier von 13,388 bis 13,15. Also 4, ja, rund 130, 140 Punkte ein Gap zur Oberseite hin gemacht, oberhalb der 38er und hier wiederum an den Widerstandsbereich hingelaufen. Per Xetra hat hier auch keine, ja, Käufer mehr gefunden. Aber was will ich damit sagen? Der DAX hat hier den Ausbruch geprobt, wurde hier quasi verlassen. Die Händler haben hier, ich vermute mal, ihre Gewinne mitgenommen, die im Jahr 2019, wenn man diese Bewegung sieht, doch recht üppig ausgefallen sind. Hier Gewinne genommen und der DAX ist hier kurzfristig einmal abverkauft worden. So. Aber einige Händler haben gesehen, Mensch, der will hier ausbrechen. Und ihr kennt meine Strategie, ich handle nie direkt den Ausbruch. Auch ich warte immer, bis es nach unten geht und komme dann aus dem Tief heraus, gehe ich dann long. Ich habe meine Versicherungen, die ich hier drüben eingegangen bin, am 9.01. habe ich hier unten verkauft und habe sie hier in diesem Bereich, im Xetra sieht man das jetzt nicht, aber ich zeige es euch nachher im 1-Stunden-Chart, habe sie hier in diesem Bereich dann wieder gekauft und ja, bin momentan mit meiner Versicherung etwas in der Schieflage. Ist jetzt nicht tragisch, aber so etwas will man ja eigentlich immer vermeiden. Aber was will ich sagen? Diese Händler haben das gesehen, Mensch, der hat den Ausbruch geprobt. Einige haben ihre Gewinne mit, die Kasse gemacht. Und jetzt gibt es ja ein Händlerklientel, die da unten kaufen, die diesen Bereich genutzt haben, um zu kaufen. Und dann kommt der DAX hier am nächsten Tag auf diesem Niveau herein. Und das wird jetzt ganz interessant sein. Kommen hier Anschlusskäufer nach einer leichten Korrektur, wo den DAX dann nach oben rauspushen. Oder verlieren die die Nerven und auch die, wo hier schon seit 2019 drin sind und lassen den DAX doch einmal ein bisschen tiefer ablaufen. Wenn man den Dow Jones jetzt nur betrachtet, kann man davon ausgehen, dass sowas passieren könnte. Wir haben aber hier ja den Handel um 17:30 Uhr beendet und jetzt schauen wir uns den Arbeitschart an, was denn hier mittlerweile passiert ist. Im Grunde haben wir hier
eine Seitwärtsbewegung, die sich aber nach oben, die Tendenz ist hier in dieser Seitwärtsbewegung nach oben. Im letzten Video habe ich euch ja schon gesagt, wir haben hier ein Three Little Indian, drei kleine Indianer, die sich hinter einem Busch verstecken. Hier schauen die Federn raus da oben. Und die Bruchkante für mich, um dass diese Formation dann Fahrt aufnimmt zur Unterseite hin, ist nach wie vor hier. Die kann auch schon hier beginnen. Das ist die Bruchkante. Wer short konditioniert ist, hat ja, je nachdem welche Strategie man fährt, der hat ja schon versucht, hier oben seine Short-Position aufzubauen, um diesen Weg schon einmal mitzugehen, um da zuzuschauen können. Und das ist ja dieses Tolle, solche Strategien bei seinem Trading anzusetzen. Ich hatte neulich erst einen bei mir im Büro, der hat, das erzähle ich euch gerade mal, der hat permanent an diesen Hoch, also da haben wir ja einen Hoch gehabt, auf jeder Zeitebene, ob das Minutenchart ist oder ob das auch Stundenchart ist, der hat immer hier am Hoch gekauft. Immer, bam, und das kommt nicht. Und dann hat er zugeschaut, wie die Verluste kommen. Hat hier am Hoch gekauft, da ist nicht viel da, da ist nicht viel Futter. Und wenn man das über Jahre mal beobachtet und feststellt, dass solche richtigen Ausbrüche, wie zum Beispiel bei der BlackRock, die dann durchgeht und wie eine Fahnenstange weiterschießt, diese Ausbrüche sind sehr selten, genauso wie V-Formationen. Es gibt einfach Formationen oder Vorgehensweise, das ist zum Beispiel eine V-Formation da unten. Das ist auch eine V-Formation, sind aber auf größeren Zeitebenen recht selten. Auch das könnte sogar noch eine V-Formation, ja, jetzt ist schon zu weit runtergekommen, sind auf größeren Zeitebenen sehr selten. Und dann diese Ausbrüche hier gleich. So wie hier war wieder ein Ausbruch über dieses Hoch, da kommt nichts. Und dann haben wir das umgestellt und ich bin ein paar Tage neben ihn hingesessen. Auf Minutenebene haben wir den DAX gehandelt und habe ihm gesagt, so, und jetzt gehst du da oben nicht mit. Jetzt guckst du zu, was er da macht. Wenn er ausbricht, ist es toll. Und dann wartest du auf den Rücklauf und aus diesem Rücklauf in die Trendrichtung handelst du long. Und von dem Tag an hat es funktioniert. Er hat nicht mehr jeden Tag mit kleinem Geld gehandelt. Er hat nicht mehr jeden Tag 20, 30, 40 Euro verloren. Er war auf einmal in der Situation, dass er am Abend rausgekommen ist aus dem Büro oder am Vormittag und hat hier 20 Euro plus gehabt. Und das ist halt der Unterschied, dass man dann einfach einmal seine Strategie verändern muss. So, aber kommen wir wieder hier zurück zum Three Little Indian für mich. Der, wo Short geht, der hat hier oben schon der intelligente Short-Trader, sage ich jetzt einmal, hat hier oben schon seine Short-Position versucht, genauso wie er sie hier oben schon versucht hat. Ich habe sie hier einmal versucht, in dem Hoch, über diesen Ausbruch hinaus, hat dann letztendlich funktioniert. Und hier gilt es jetzt einfach zu warten. Die Sache hier drin ist neutral. Wie gesagt, wir könnten hier ein aufsteigendes Broadening hinmachen, aber wir haben hier ein Hoch, Tief. Wenn man das noch dazu nimmt, haben wir einfach hier die Three Little Indian. Und ich bin nach wie vor, muss man es ganz klar sagen, normalerweise neutral. Aber weil wir hier an den Zielbereichen gelaufen sind, an A, B, C, D, gehe ich davon aus, dass wir eine größere Korrektur sehen könnten. Wenn wir Pech haben, wenn wir wirklich Pech haben als Trader, Kurzfrist-Trader, dann kann der Markt ja auch noch sogar bis im Mai hin und her dingeln oder April und dann erst im April nach unten wegbrechen, weil vom Zeitkorridor hat diese Formation sogar noch Luft bis zum 18.02. Also, meine Einschätzung zum DAX ist nach wie vor neutral. Trotz alledem versuche ich hier meine Short-Positionen aktuell in den Markt zu bekommen. Viele sagen ja von mir, der kann ja nur long, der kann ja nur long. Ja, bisher gab es ja eigentlich das ganze Jahr 2019 nur eine Richtung. Und jetzt rede ich von Short. Ja, gucken wir mal, was da letztendlich dann rauskommt aus dieser Einschätzung. Und dass sie einfach die Märkte jetzt umkehren könnten und leicht korrigieren. Charttechnisch gibt es das her.
vom Markt, aber es sind einfach jetzt noch keine klaren Signale gekommen. So, dann noch was anderes. Ihr könnt das Video jetzt abschalten. Der DAX ist beendet. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Jetzt rede ich noch ein bisschen was über GmbH. GmbH ist ja so, das habe ich ja hier auch aufgeschrieben, mit diesem neuen Gesetz. Da kommt ja die Frage, ist es sinnvoll, eine GmbH zu machen? Ich habe hier was aufgeschrieben. Hallo, habe im letzten Video gehabt, was da. Es ist ein neues Gesetz. Man sollte jetzt nicht in Aktionismus verfallen. Je mehr man darüber in Ruhe nachdenkt, umso mehr tun sich eventuell Lösungen auf. Es ist ein neues Gesetz, wie gesagt, denkt drüber nach. Schaut euer Handeln an, ob es euch betrifft, diese neue Situation mit diesen 10.000 Euro Verlust und Gegenrechner. Je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr tun sich eventuell Lösungen auf. Und ein Beispiel: Wenn ihr zum Beispiel ein kleiner Trader durch Zertifikate oder auch Aktien handelt, das ist aber auch schon wieder eine große Summe, weil ich tue zum Beispiel viel Geld verwalte, aber ich schichte nie solche Summen um mit 40.000, gell, und habe auch nie 25.000 Euro Verlust mit meinen Strategien. Also Gott will, da wird es mir anders worden, wenn ich solche Volumina handeln würde. Also 40.000 Euro Gewinn, 25.000 Euro Verlust. Ergaben nach altem Gesetz 15.000 Euro Gewinn brutto und nach Steuern, also wenn die Steuern abgezogen sind, hat man 11.000 Euro verdient. Nach altem Gesetz 40 Gewinn, 25 Verlust. Man zieht also die 25 ab, von den 40 bleiben 15 übrig, tut es dann noch versteuern, hat man 11.000 Euro rausbekommen auf seinem Konto gehabt. Das neue Gesetz mit Zertifikaten, ich rede hier jetzt mal nur von Zertifikaten, die Aktien betrifft es natürlich auch, neues Gesetz, sie versteuern sofort 40.000. Also diese Gewinne, die ihr da habt, auch bei eurer Bank, werden sofort versteuert. Also da ziehen die euch gleich mal 26,5% ab. Das sind 10.600 Euro, die ihr Steuern bezahlt. Da habt ihr noch nichts. Bleiben Ihnen gerade einmal bei dieser Rechnung ca. 4.400 Euro übrig. Verstanden? Vorher hattet ihr hier 15.000, dann bleiben euch noch 4.400 Euro übrig, die an rechenbaren 10.000 Euro wird dann im Jahressteuerausgleich geltend gemacht. Also da müsst ihr dann nochmals über ein Jahr warten und da bekommt ihr dann noch einmal 2.600 Euro zurück. Und das rechtliche Geld von diesen 25.000 Euro, also quasi die 15.000 Euro, werden ja hier dann ins nächste Jahr transferiert. Das sind ja dann, wo ihr Verlust macht, steuerlich 2,6, das muss ich gerade im Kopf rechnen, 2,6. Die Hälfte ist 1, 3, 3, 6, 3.900 Euro, wo ihr hier verliert. Verdienst haben. Früher war es ja dann 11.000 Euro, ist nur ein Beispiel. Rechnung differenziert 4.000 zugunsten des Finanzamtes. Es ist individuell, was man daraus macht. Auf jeden Fall macht es Sinn, wenn man sich auf so einem Level bewegt, sich ernsthaft Gedanken zu machen, um eine Lösung zu finden. Ich will auch hier nicht die GmbH oder die UG oder ins Ausland gehen oder gar nichts mehr zu tun, schmackhaft machen. Ich habe euch zu Beginn dieses Videos meine Strategie gezeigt. Ich habe hier ein gutes Einkommen, aber auch hier ist immer individuell. Es gibt ein Sprichwort: Wer viel Geld hat, der muss nicht spekulieren, der kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, muss spekulieren. Und Spekulation heißt immer sehr große Risiken fahren. Ich muss keine großen Risiken fahren. Ich habe schon genug. Und das, was noch dazu kommt, das ist okay. Das ist für mich meine Rente. Ich gehe in 6 bis 7 Jahren in Rente. Da bin ich 55. Und dann ist für mich Schicht im Schacht. Was ich dann letztendlich mache, ob ich hier in Deutschland bleibe und ins Ausland gehe, das weiß ich noch nicht. Die Fühler sind
in alle Richtungen ausgestreckt. Sogar steuerlich habe ich mich schon informiert, wie es in Portugal, Spanien ist, Italien. Das wären Länder, die würde mich vom Klima her interessieren. Aber es gibt auch andere Länder wie zum Beispiel Ungarn, Rumänien. Da sind die Sommer sehr heiß in Rumänien und die Winter scheiße kalt. Da gefriert die Wasserleitung zum Scheißhaus, auf gut Deutsch gesagt. Das ist aber, Rumänien wäre steuerlich interessant für mich. Und auch, ja, da spricht man sehr viel Deutsch, speziell in Siebenbürgen. Das sind solche Überlegungen. Es ist keine Empfehlung, aber man kann sich hier, ich bin einmal davon überzeugt, auf etwas gefasst machen, was da dann letztendlich auf einen zukommt. Wenn man hier auf solch einem Level, und das ist ja, ich denke mal, ein kleines Level, hier handelt, 40.000 Gewinn, 25.000 Euro Verlust. In diesem Sinne, macht was draus. Ich freue mich schon aufs nächste Video für euch. Schönes Restwochenende. Ciao, ciao.